Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass du erfährst, was für Arbeit tatsächlich dahinter steckt, wenn man Sänger oder Sängerin werden möchte. Hallo, mein Name ist Jasmin Faridi, ich bin halb Perserin, halb Deutsch. Als Kind wollte ich immer nur singen, wollte Sängerin werden. Mein Vater war ein sehr strenger persischer Mann, der alles unterdrückt hat. Vor 5 Jahren habe ich circa angefangen, dann auch mich im Gesang etwas zu üben. Hab auch einen Partner, der Musiker ist, mit dem ich mich da so ein bisschen verwirklichen kann. Ich würde gerne, wenn ich höher singe, einfach mehr Kraft und mehr Power in meiner Stimme haben und auch wenn ich tief singe, einfach mehr Stabilität in meiner Stimme haben. Ich freue mich, bei Singen ohne Angst mitmachen zu dürfen und bin gespannt, was die Zukunft noch bringen wird. Also Jasmin hat noch nie Gesangsunterricht von mir gehabt. Sie hat so circa vor 5 Jahren angefangen, sich zu beschäftigen mit mit Gesangsunterricht nehmen und in Choren zu sein und so. Und hat leider schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Lehrern, die ihr Sachen gesagt haben, die sehr demotivierend waren. Oder die haben sie Lieder gegeben, wo die einfach zu schwer waren für ihre Niveau gerade zu dem Zeitpunkt, ja. Und das kann jemand das Gefühl geben, dass er kann nichts. Hi, ich bin jetzt gleich dabei zu vorbereiten für meine erste Live-Lesson mit Jasmin. Ich wollte einfach nur kurz sagen, was ich irgendwie halt jetzt so für mein Eindruck von Jasmin ist, ich glaube, dass da hat sie wahnsinnig viel Talent in ihr Sprudel. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. Aber wegen ihrer Vergangenheit und wegen alles, was sie erlebt hat, traut sie sich nicht, das rauszulassen. Ja, ich damals im Alter von 15 Jahren mit meiner Mutter und mit meinem Bruder aus dem Iran oder minder geflüchtet sind. Es könnte sein, dass Jasmin sehr darauf achtet, wie sie aussieht. Sie ist ein bisschen eitel, so wie viele von uns Frauen und auch Männer. Ja, hier gibt es jetzt wieder... Ach, das ist echt schlimm, wenn ich mich selbst sehe. Das wird ihr ein bisschen im Weg stehen, besonders weil viele von meinen Übungen muss man hässlich klingen und dabei irgendwie auch ein bisschen hässlich aussehen. Diese Sachen sind notwendig, um die richtige Muskulatur zu trainieren. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie sich trauen wird, da hässlich zu sein, ja. Ja, dann ist diese Geschichte mit der Schönheit im Iran, also dir wird ja beigebracht, dass du nur als schöne Frau irgendwie tatsächlich was wert bist, also zumindest in vielen Familien, in meiner Familie war es auch so. Und so passiert es, dass die meisten Frauen schon relativ früh diverse Schönheitsoperationen, ich hatte dann schon auch mit 16 eine Nasen-OP. Aber vielleicht kann ich sie dazu bringen, das zu überwinden. Und ich glaube auch dieses Achten auf, wie man aussieht und ob man perfekt geschminkt ist und alles, kommt ein bisschen auch davon, dass sie sich ein bisschen unsicher ist, ne? Durch ihre Vergangenheit und durch ihre unterdrückte Kindheit in Persien. Die Rechte dann immer weniger wurden für die Frauen, ne? Dass man dann sagte, ja, besser wäre es, wenn ihr eure Köpfe bedecken würdet. Und es wird dann immer schlimmer. Und ja, letzten Endes ist es so, dass ich eigentlich solche Dinge gar nicht öffentlich sagen dürfte, weil, ja, einfach zu gefährlich. Ich bin echt gespannt, ob wir das alles befreien können, weil ich glaube, sie hat was Exotisches und was Einzigartiges, was auf jeden Fall gehört werden muss. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time.
musst so schön, 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 schön sein. Du darfst nicht alt werden, du musst schön aussehen, weil die Nachbarin könnte ja noch schöner sein als du. Und das hängt dir dann ein Leben lang nach als Perserin, auch ich als Halbperserin. Letzten Endes bin ich gerade auch in meiner Befreiungsphase so, dass ich mich von dem Ganzen so langsam lösen möchte. Aber es ist wirklich nicht einfach. Also ich denke mal wahrscheinlich, dass ich einiges davon mit ins Grab nehmen muss und in mein nächstes Leben, falls es ein nächstes Leben gibt. Puh, ja, schon anstrengend. Ne? In deinem Video habe ich schon geguckt, in deinem Introduction-Video hast du geschrieben, dass du willst mehr Power in den Höhen. Und auch, dass deine Tiefen nicht so wackelig ist. So, ich zeige dir heute zwei Atemübungen, was das helfen wird. Und wir bauen die direkt in zwei Lieder ein, oder zwei Lieder-Snippets ein. Und zwar I See Fire von Ed Sheeran und Somewhere Over the Rainbow von Ariana Grande. Okay. Okay, so das Wort Bauchatmung mag ich nicht. Es ist ein falsches Bild, dass man den Bauchmuskeln anspannen muss. Ich höre sehr oft von Chorleitern und sowas, dass man sollte den Bauch einziehen beim Ausatmen. Ja, das habe ich jetzt dauernd gelernt bei Leuten, bei denen ich Gesangsstunden gehabt habe. Weil diese Muskeln sind unmittelbar verbunden mit die Luftröhre. Und das ist, wenn zum Beispiel man hustet oder wenn man sich übergibt. Dieses Teil zieht sich ein, damit die Luftröhre es zumacht, damit keine Flüssigkeit geht da rein, sonst erstickt man. Okay. Der Bauch bewegt sich, ich verstehe das. Der untere Bauch wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen einziehen. So, das Wort Bauch, bitte? Fühlt sich besser an, entspannter. Genau, genau. So, Leute, die viel tanzen oder viel Sport machen oder immer vom Haltung her, viele Frauen ziehen den Bauch automatisch ein und alles. Das ist sehr schwierig dazu zu singen. Immer beim Singen möchte ich, dass du versuchst, wenn du einatmest, die Flanken nach außen zu bewegen. Okay? Probier mal. Einatmen für vier und eins, zwei, drei, vier. Super. So, um den Umfang zu erreichen, was du brauchst, um die Kopfstimme gesund zu haben und dadurch irgendwie halt eine richtig große Range wie Whitney Houston oder Mariah Carey, dann muss man die Kopfstimme so trainieren, mit dieser weichen Flanken, nicht zu viel Druck drauf, es ist nicht laut, es ist ganz weich. Natürlich auf die MP3, die du bekommst, hast du einmal mit mir mit Stimme und einmal ohne, okay? Aber wir singen keinen Text, wir machen alles auf damit wir wirklich konzentrieren können auf die Luft und alles, weil, ja? Ja, ja. Dann hast du alles schon, was du brauchst für die Übungen. Und die übst du wie verrückt bis zum nächsten Lesson. Und dann zeigst du mir die vor. Okay, happy übing. Bye bye. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh! One, two, nochmal, das ist für 24 und 32, stopp, machen Stopp. Das hast du auch nicht geübt, gell? Du tust es, ob du gar nicht weißt, worum es geht und alles, ich verstehe das nicht. Ich muss mehr üben. Ja, das ist einfach wirklich Zeitverschwendung.